Also die Stimmung im Stadion war sehr gut. Auch mal wieder vor Fans zu spielen, war ja auch für mich das erste Mal wieder nach Corona und hat sich sehr gut angefühlt. Nach nicht einmal einer Woche beim Kleeblatt gibt der gebürtige Hamburger Jeremy Duziak sein Debüt im Ronhof. Die Erinnerungen daran sind noch frisch. Duziak unterschreibt beim Kleeblatt einen Vertrag bis 2024. Dafür zahlt die Spielvereinigung 750.000 Euro Ablöse an den HSV. Alles, um den Klassenerhalt in der ersten Liga irgendwie möglich zu machen. Am Wochenende hat der offensive Mittelfeldmann in nur wenigen Minuten nicht nur die Fans begeistert. Ich fand schon, dass er also reingekommen ist, dass er schon angedeutet hat, zu was er imstande ist. Und wir müssen ihn jetzt nochmal fit kriegen, weil er auch Teile der Vorbereitung beim HSV auch nicht mitmachen konnte. Über 3 Wochen ausgefallen ist. Deswegen müssen wir behutsam damit umgehen. Aber wir werden ihn so aufbauen, dass er dann auch die Fitness hat, um uns weiterzuhelfen. Dafür wird unter der Woche fleißig trainiert. Duziak hofft, dass er mit seinen Fähigkeiten das Kleeblatt dann auch am Spieltag unterstützen kann. Ja, ich denke, dass ich technisch gut bin. Und auch die Übersicht für meine Mitspieler habe. Und ich denke, dass ich daran arbeiten muss, noch mehr, um besser zu werden, auch für die erste Liga. Aber die Konkurrenz im vierten Mittelfeld ist groß. 7 Spieler haben bereits vor der Saison um 4 Plätze gekämpft. Darunter auch Stammspieler wie Seguin, Green und Sarpay. Mit Duziak kommt Nummer 8. Also sind ja sehr gute Jungs da. Ich kenne die meisten ja schon auch von den letzten Jahren. Manchen habe ich auch schon zusammengespielt in der U-Nationalmannschaft oder auch bei HSV und deshalb sehr gut. Auf dem Feld ist Duziak schon gut in die Mannschaft integriert. Wirklich angekommen im Frankenland ist er aber noch nicht. Ja, wir leben noch im Hotel. Ich bin aktuell mit meiner Freundin hier und wir ziehen bald in eine Wohnung. Und dann sollte es peu à peu gehen, denke ich. Hauptsache, der Umzug findet nicht an einem Wochenende statt. Da geht das Kleeblatt nämlich auf Punktejagd. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag der FSV Mainz 05.